Bei einem Seminar des Schiller-Instituts und der slowakischen Stiftungen Spolupatric Nost und Friedrich Schiller, das im September 1995 im slowakischen Schloss Dolna Krupa stattfand, erläuterte Professor Norbert Brainin, der Primarius des unvergessenen Amadeus-Quartetts, die Motivführung als wesentliches Element der Kompositionsmethode in den Streichquartetten Ludwig van Beethovens. Nach einleitenden Demonstrationen mit dem Moyzes Quartett aus Bratislava und dem Auer Quartett aus Budapest wandte sich Professor Norbert Brainin den späten Quartetten zu. Die Zusammenhänge zwischen zumindest drei oder vier Quartetten von Beethoven zu zeigen, das heißt nicht zu sagen nur, sondern zu zeigen. Und ihnen zu zeigen, nach welchen Richtlinien die konstruiert sind. Wir wissen alle von der Motivführung, und damit hat das zu tun, selbstverständlich, mit der Motivführung. Und das heißt, diese Kompositionen, die sind alle sozusagen aus denselben Bausteinen gebaut. So wie ein Haus. Wenn die Bausteine verschieden sind, dann ist das Haus nicht ausgewogen und nicht unlogisch gebaut. Und das ist genau dasselbe. Da ist eine gewisse Logik in der Konstruktion dieser Stücke, und ich möchte Ihnen das anschaulich machen. Also ich würde gerne mit 132 anfangen. Und zwar, ich zeige Ihnen die Hauptmotive, die da verwendet werden. Es fängt an mit dem Cello. Und zwar fängt es an, eine Oktave tiefer natürlich, als ich spiele. Und dann kommt erste Geige, und auch die Mittelstimmen, die hier kommen, die sind auch schon motivisch. Das ist alles schon vorbereitet. Ich würde sogar sagen, fast alle Motive sind schon in den ersten acht, in den ersten 16 Takten sind die schon drinnen. Und dann geht die, und dann kommt die erste Geige rein. Es geht vor allem um die Chromatik, also um die Sechste. Mit der Chromatik, die wird nachher noch sehr intensiv angewandt von Beethoven. Und da macht er nicht so, bezeichnet er das so. Und dann geht die Sache weiter. Ja, so. Das hört man nachher sehr oft. Es ist eine schon zuerst die Variante, nachher das Motiv. Das ist im Nachhinein. Ja,
Und dann das Tararidi, das kommt erst später, da wird eine Tonleiter draus. Cello spielen. Und das ist, hat zu tun mit den... sind fast dieselben Noten. Ja? Inzwischen spielt die Geige... da, 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 da. Schwer zu wissen, von wo das herkommt. Zweimal die sechste. Übrigens, in diesem Zusammenhang, immer, das habe ich schon gestern wo gesagt, ist die sechste, wird in der Umkehrung, wird sie zur Terz. Und das verwendet Beethoven sehr oft, das ist schon eingerechnet bei ihm. Also mal. Und so weiter. Jetzt erste Geige, erste Geige, nicht die Schwede. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ich könnte Ihnen das ganze Stück jetzt vorstellen, ich werde das aber nicht tun. Auf jeden Fall mit diesem Material hier, es geht dann noch. Da wird es jetzt zur Triole. Das wird auch nachher sehr wichtig. Es kommen also derivative Variationen von den originalen Motiven kommen immer mit. Die werden nachher von Beethoven aufgenommen in die Ausarbeitung. Das ist eigentlich dasselbe. Das ist schon vom Anrad. Und außerdem, das bringt mit sich auch ein Arpeggio, ähnliches Gebilde, was verwendet wird nachher. Hier sind wir in F-Dur angelangt und hier, und jetzt kommt eigentlich das zweite Thema sozusagen. Aber das zweite Thema ist, alles woraus das gebaut ist, haben wir schon vorher mal gehört, in anderem Zusammenhang. Und sogar die Begleitung. Das ist alles motivisch. Und dann, und eben, also das Thema selbst gehen.
so weiter, dann wird das verarbeitet sozusagen und das geht immer weiter. Hier ist in der zweiten Geige und Brach und Cello. Wie Sie sehen, ist nicht immer die erste Geige ausschlaggebend. So. Mit einem Vorhalt, die sechste mit einem Vorhalt. Da spielt das Cello und da. Hier ist was eigentlich mit demselben Material, aber ganz andere Musik. Also jetzt, ich könnte Ihnen das ganze Stück, ich möchte es fast tun, aber ich glaube, ich werde das lassen. Ich wollte nur zeigen, von jetzt an kommt eigentlich nichts mehr Neues hinein. Außer mit dem Tam, Pam, Taram, Pam, Tatö, dann kommt noch so eine. Ja, diese Stelle möchte ich Ihnen noch zeigen. Es kommt dann eine Reprise, allerdings in der falschen Tonart, sozusagen. Also ich weiß etwa vorher. Jetzt hören Sie mal zu, das ist alles ganz verziert noch. Nicht. Da. Und so weiter. Darum. Jetzt kommt wieder das. Inzwischen sind wir in der richtigen Tonart gelandet und das endet so in Meter. Thank you.
So endet das Ding, so ungefähr. Nicht ganz so, wie ich gespielt habe, aber fast. Ja. Und dann der nächste Satz. Hat auch, Sie werden gleich erkennen, wenn. Du gehst es rauf als da drunter. Die Tonleiter vorher. Hier geht es. Und so weiter, das geht dann so weit bis in den Mittelteil, zu dem Mittelteil, das geht, das endet so. Yeah. So, also so fängt das an, ja? Und dann die, ich habe Ihnen gesagt, dass diese Arpeggios werden vorbereitet, sind schon gleich am Anfang vorbereitet. Und hier sind sie ja. Also erst einmal, das ist schon ein Arpeggio. Und so weiter. Jetzt kommt. Und so weiter, ja. So. Und die Begleitung ist. Motivisch übernommen. Ja, schon jetzt erstmal in der Bratsche, nach in der Geige. So geht das. Wie Sie hören, die Motive sind immer dieselben. Und das geht dann, und dann geht das wieder zurück. Jetzt, der nächste Satz ist der berühmte heilige Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit in der lydischen Tonart. Die lydische Tonart, das heißt, das ist die Skala auf F, aber ohne verminderte Quart, also nicht.
So, so ist das. Das ist die Tonart. Und das ist und, na, in zwei Teilen, also in dieser Choral in der lydischen Tonart und dann neue Kraft fühlen, das ist in D-Dur. Ein ganz klares D-Dur. Also es beginnt so. Ja, also das haben Sie auch die Septe und dann und die Quarte, die. Ach, ich habe vergessen zu sagen, das ist die Quarte. Die ist sehr prominent in 127. Und ist auch hier vom sehr viel benutzt. Auch im ersten. Das immer. Und hier haben wir sie gleich einfach. Das ist der Choral. Jetzt immer wieder das Zwischenspiel. Mit Kontrapunkt, der auch diese Elemente in sich hat, in den anderen Instrumenten. Jetzt geht der Choral weiter. Noch einmal, es fängt an wieder mit dem Cello. Jetzt fängt die Geige an mit dem. Eigentlich aus, aber jetzt verwendet er noch eine Phrase, um nach D-Dur zu modulieren. Also ich bin so. Also, yes. Sind wir auf der Dominante von D-Dur. Also, und jetzt kommt neue Kraft fühlen. Also. So, ja. Dann trillert, die erste Geige trillert da so schön nach immer.
Was ich vorspielte, war die zweite Geigenstimme. Eine Quinte, das ist die Umkehrung von, also es ist eine Quinte nach unten diesmal. Das ist poetische Lizenz, das machen sie alle, mit Umkehrungen sich zu behelfen. Das ist ja dasselbe, dera, dia, immer dasselbe. Das wird und so weiter, das geht ja. Noch einmal. Jetzt kommt ein richtiger, so ein inbrünstiger Gesang. Da steht geschrieben, cantabile espressivo, und, aber nur in der ersten Geige. Jetzt beginnen sich die anderen mitzumachen. Und so weiter und so weiter. Das ist alles thematisch. Dasselbe, aber auf eine ganz andere Art. Das kontrapunktische Geschehen ist hier in zweiter Geige, Bratsche und Cello ist das vorhanden. Ich kann Ihnen das nicht so schön vorspielen, wie das eigentlich klingen soll, weil ich kann nur eine Stimme zur gleichen Zeit spielen. Aber die sind alle sehr independent und trotzdem zusammen. Und die erste Geige beschränkt sich dann da, also nachdem. Und wenn das ist, spielt die Geige das. Tee, ha, ta, tee, ta,
Ta-da. Jetzt noch einmal. Piano. Jetzt wieder die neue Kraft fühlen. Das ist auch so wie vorher. Nur jetzt, anstatt den Triller, wenn die zweite Geige jetzt spielt. Das Molto Adagio mit der Dankgesang wieder anders. Und da steht jetzt in dieser Einleitung, wo da steht, bei jedem steht hier mit innigster Empfindung, in jeder Stimme, und con intimissimo sentimento. Jeder kommt auf demselben Ton hinein, also, und dann die erste Geige zum Schluss. Es kommt eine große Steigerung. Ich fürchte, das kann ich nicht alleine spielen, das ist ausgeschlossen. Die größte Steigerung. Ich werde das mit
auslassen. Und es endet wieder so mit dem Gedankengesang. Also so der. So ist das. Und jetzt kommt Alla Marcia, Assai Vivace. Das ist so, um abzureagieren von dieser Ungeheuerlichkeit des Dankesanges. Das hat angeblich, Beethoven hat das ursprünglich für die 9. Symphonie gedacht. Da gibt es auch im letzten Satz eine ähnliche Stelle, die ähnlich ist. Und das war ursprünglich, das Material war ursprünglich dafür gedacht. Also, Alla Marcia nennt sich das. Also, so. Sie sehen, es ist immer die Motive sind noch immer dieselben, wie sie überall waren. Jetzt kommt das große Recitativo. Das war auch ursprünglich für die 9. Symphonie gedacht. Dom. Sind alle diese Elemente, die schon gleich am Anfang des Stückes, weil die sind alle da mit allen Schikanen, mit der Chromatik und mit dem Tatara, Tatara, das und das. Und diese Quarte ist alles drin, tan, 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 ist alles da, ist nichts Neues. Aber es klingt so, wie als ob es alles neu wäre. Improvisiert. Aber an alle Improvisation irgendwo ist immer basiert auf irgendetwas. Immer so. Sonst kann man ja gar nicht improvisieren. Man muss einen Gedanken haben dazu. Sonst ist es Chaos. Und dann könnte ich kommen. Das ist
soweit. Also ich könnte Ihnen das Ganze vorstellen, ist ja sehr schön, aber ich glaube, das ist nicht der Sinn der Sache. Und außerdem, ich kann es nur andeuten, alleine. Und, ja. So, wir machen jetzt mit 132 Schluss. 130, Sie werden sofort bemerken, wo die Similarities sind, die, wie sagt man das, Similarities? Ja, also die Chromatik ist da und die Sechste. Und das ist sehr, sehr wichtig, das nochmal. Das Ta, in Tara oder Tara, das wird immer, das wechselt immer. Mal rauf, mal runter, ja? Ta. Das Cello, was ich jetzt spiele. Das ist was Neues, ein neues Element. Es ist eigentlich gar nichts Neues ist, weil es ist noch immer Chromatik. Und dann geht diese Tonleiter. Das ist eigentlich eine Tonleiter. Nach unten und zur selben Zeit ist eine Tonleiter nach oben. Und dann diese. Also das ist aber noch immer mit. Die Tonleiter ist da zwar da, aber es ist, das sind andere Motive eigentlich schon, die sehr wichtig werden. Auch ein Derivat von der Tonleiter jetzt. Das ist nichts anderes als das. Und jetzt kommt dazu die Quarte wieder. Das ist sehr wichtig aus 127. Also gerne. Und eine. Und so weiter. Also so geht. Also, die müssen sich vorstellen, wer ich nicht will. Da, ja, und jetzt geht, wird die Sache noch einmal dieses. Da, mit da. Ja, und dann die da. Jetzt geht das auch weiter, wir spielen aber alle damit. Jetzt. Thank you.
ja, also wie gesagt, ich habe nicht alle Passagen ganz genau gespielt, weil ich sie erstens mal nicht gesehen habe, zweitens mal schon lange nicht gesehen habe und lange nicht gespielt habe. Aber das macht nichts. Sie wissen, um was es sich handelt. Und diese Tentariram, Pariram, Pariram, das ist noch immer da, 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 das kommt von daher. Das ist ja klar zu sehen. Und dann geht der. Das ist eigentlich eine Vereinfachung von. Das ist überall drin. Je nachdem, wie man das deuten will. Aber jetzt kommt. Das ist genau das, was wir. Genau. Ja, das ist sehr genau. Das ist von. Irgendwann. Also entweder oder so, je nach runter oder rauf. Und hier haben wir es runter. Also jetzt ist er da. Jetzt ist es nach unten wieder. Und das, diese schöne, macht so schöne Passage. Und da sind aus diesen Elementen, die wir haben, sind in den Mittelstimmen und in den anderen Stimmen sind schöne Kontrapunkte gemacht. Und aus der, jetzt sind wir, wird das verarbeitet sozusagen. Und darauf kommt es nämlich wirklich an, wie man sowas verarbeitet. Das ist die. Das ist da, wo meine Erklärung aufhört. Da muss man einfach zuhören. Zuhören und danken. Mehr kann man da nicht tun. Und da, jetzt, also ich gehe ein bisschen weiter. Dann, also das Ende, das in der. Noch einmal wieder die Episode mit der Terz, mit der Quarte. Jetzt kommt was Besonderes.
jetzt kommen. Jetzt kommt etwas Neues. Das heißt, die Quarte in eine Quinte umgewandelt und unten die Bratsche und Cello spielen. Ja, das wissen wir, von wo das herkommt. Und die erste Geige, die zweite Geige erstmal. Jetzt kommt die erste Geige. Alles ist sehr expressiv, steht es speziell da dabei. Ich fürchte, es wird immer viel zu belanglos gespielt, wenn man das konzertiert. Ja. Jetzt kommt ein Allegro, das ich. Und so machen Sie. So, der Cello und Bratsche und dann. Dann spielt Cello. Ich versuche alle Stimmen zu spielen. Und so weiter und so weiter. Und dann kommt wieder das zweite Thema, sogenannte zweite Thema, kommt dann. Und so weiter und so weiter. Ja, mehr oder weniger. Und dann kommt eine kleine Coda, ne? Und die geht dann. Der erste Satz weg. Der zweite Satz ist presto. Ist dieses. Das ist auch nicht schwer zu sehen, woher das kommt. Es ist nicht schwer zu erraten und es ist sehr leicht zu sehen. Und dann kommt eine. Yes, das ist die erste Geigenstimme, die ist rein erfunden, aber die Thematik ist in den unteren Stimmen mit der. Und so weiter. Und alle diese Sachen sind da drin. Und die erste Geigenstimme geht also so. Und also so. Wiederholung.
also Sie wissen, von wo sowas kommt, wissen wir auch, ne? Und so weiter. Der nächste Satz fängt auch an mit einer erweiterten Darum. Wie ich schon sagte, das wird immer wichtiger, diese zwei Noten. Es fängt schon so an. Das ist nur die umgekehrte Sechste. Und das andere kennen wir zur Genüge, was das. Also jetzt kommt was. Also das ist was eigentlich was Neues, aber aus der Quarte. Aber etwas, es klingt gar nicht neu. Es ist nur, weil es ist aus den alten Elementen. Das kann ich nicht, ne? Die Bratschenstimme, das klingt fabelhaft, wenn man das gut spielt. Ja, also ich könnte Ihnen da auch stundenlang vorspielen und dann kommt dann eine schöne. Das ist immer da. Dasselbe. Und so weiter. Ja, also damit ist die Sache aus. Ich spiele ja nicht, das ist ziemlich dasselbe. Also die Musik ist anders, aber ich kann Ihnen das nicht alles vorführen. Thank you.
Und der nächste ist Alla Danza Tedesca. Alla Danza Tedesca, also ein deutscher Tanz war um diese Zeit herum war etwas Elegantes, etwas Leichtes. Und überhaupt alles, was deutsch war zu dieser Zeit, war fortschrittlich und schön und gut. Es hat sich mit der Zeit, hat sich das, alles, was französisch war, war schwerfällig, militärisch und schlecht. Und mit der Zeit hat sich das ein bisschen dann geändert. aber für mich ist alles, für mich ist es noch immer schön. Alles. Und das geht also der. Also wir wissen, von wo das kommt, ja? Das ist die Terz, die umgekehrte Sechste. Nein? Dass die Tonleiter, die man sieht, die so oft vorgab. Also, das ist eine Verzierung von eigentlich. Das kann ich nicht machen, das kann nur ein Cello machen. Und das ist verbunden dann mit dem Tari. Endet so dann. Jetzt kommt die Kabatine, die vielen heiß geliebte Kabatine. Und da sieht man gleich am Anfang, findet man beide die Elemente der Quarte und das Sechste. Und zwar. Und so. Und gleich da, di, di, da. Das ist es. Und ich spiele ein bisschen davon.
Und da geht der Erste Geige, anders. Jetzt kommt die berühmte Stelle, die beklemmt. Da steht beklemmt. Ich spiele das, hab das immer so gespielt. Ja, Sie stellen sich vor, das geht da, 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 da. Ein bisschen gepfiffen. Thank you.
Ja, also ich werde die meisten, die das spielen, die spielen es sehr einfach. Das ist doch nicht beklemmt. Viel zu schön. Das klingt fast wie ein Liebeslied. Aber das ist nicht. Kämpft nach Luft. Jetzt ist der Albtraum verrückt. Also das Finale, ich weiß nicht, ob Sie Bescheid wissen darüber, ursprünglich war die große Fuge das Finale dieses Werkes. Das hat Beethoven nachher abgesondert und hat es in ein separates Opus ein separates Opus daraus gemacht, weil er sich gedacht hat, dass es nicht dazu passt. Und das stimmt auch, weil die Tongebung, die in der großen Fuge verlangt wird, spricht nirgends überein mit dem, was hier drin ist. Das ist so delikat durchsichtig und sogar elegant. Und deshalb, man sagt zwar, dass ein Verleger, Herr Haslinger, hat ihm gesagt, er sollte das tun, weil es sich besser verkauft. Aber das kann ich glaube das nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Beethoven sich was dreinreden hat lassen von seinem Verleger, was er schreiben soll oder wie es schreiben soll. Ich weiß zumindest eine Instanz, als Beethoven einen wegschickte, weil er sich etwas Besonderes gewünscht hat. Und zwar, das war ziemlich am Anfang seiner Karriere, er hat gerade die Eroica beendet. Und da kam ein Mann, ein Militärmann aus England, ich kann mich an den Namen nicht erinnern, aber das kann man immer, immer sicher irgendwo nachlesen. Er hat
zu Beethoven gesagt, ich möchte gerne eine Symphonie bestellen von Ihnen. Und zwar so ähnlich wie in dem Stil der ersten oder zweiten Symphonie, aber nicht in dem Stil der dritten Symphonie, dass man das ruhiger. Den hat er rausgeschmissen, obwohl er hätte wahnsinnig viel Geld dafür bekommen können. Aber er hat er rausgeschmissen. Ich sage, ich schreibe, was ich will, und wenn es Ihnen nicht passt, können Sie es bleiben lassen. Aber das hat ihm nicht, er wollte das nicht, er wollte sowas haben. Ne? Und das hat er natürlich auch nicht verstanden, das ist wieder eine andere Sache. Auf jeden Fall, ich kann mir nicht vorstellen, dass Beethoven aus solchen Gründen seine Komposition verändert hat. Er muss das gewusst haben, dass das besser so ist. Und ich habe auch meine eigenen Erfahrungen. Ich spiele nie die Fuge als ich habe es ein- oder zweimal getan, und ich spiele es aber nie mehr so. Und dieses Finale, was da ist, das passt viel besser hinein, zumindest in der Tongebung, in der Textur, Tessitura. Ja, aber von den in den Motiven kann ich nichts finden, was mir da hineinpasst von vorher. Ich kann es einfach nicht sehen. Deshalb lasse ich es jetzt aus. Jetzt. Und deshalb möchte ich gleich hinübergehen zur großen Fuge. Opus 133, Beethovens große Fuge, auch in B-Dur natürlich, aber sie fängt an auf einem G und moduliert dann hinüber zu B-Dur. Also, das geht so. Es fängt an unisono, also. Auf jedem Ton ist ein Sforzato. Ja? Jetzt sind wir in B-Dur. Jetzt hören Sie zu. Sehen Sie, dass die Elemente hier sind vor allem der Halbton, also. Die sechste. Yes? Ja, und jetzt geht das dann weiter mit. Schon harmonisiert hier. Dann, und jetzt kommt was Neues. Das ist alles Vorbereitung bis hierher. Jetzt geht die Sache gleich los. Und zwar erst zeigen Sie, wie das Thema nachher gespielt wird. Und zwar so, das sind, Beethoven schreibt zwei Noten, da zwei Achtelnoten. Also spielt man nicht, so wie viele spielen, das ist nicht. Man muss es ganz ausspielen, als ob es zwei Noten wären. Es sind auch zwei Noten. Und hier sind wirklich zwei Noten. Ja, also noch, ich mache noch mal einen. Jetzt geht die Sache wirklich los mit dem Fortissimo, und zwar das,
Das ist eigentlich ein neues Element, aber es hat Obertöne von 130 drinnen, ganz offensichtlich. Aber es ist was ganz eine neue Kreation, dieses Gegenthema zu... Die Bratsche spielt, ich kann es leider nicht zusammenspielen, aber Sie müssen sich das vorstellen, wie das ist. Ich spiele die erste Geige ein bisschen, das habe ich das andere schon gezeigt, nämlich. Und so weiter und so weiter. Jetzt spielt die erste Geige das in Gegenbewegung. Dazwischen spielen. Ich kann sie leider nicht alle zur gleichen Zeit spielen. Immer mit Sforzati, entweder Sforzati, manchmal nur Forte, aber immer speziell drauf. Kann man nicht so, wenn man das nicht macht, kann man, das geht nicht. Sorry. Kommt ein neues Element hinein. Es kommt jetzt eine Triolenbewegung. Ist aber genau nur eine in Triolen verwandelte Gegenstimme gegen das Hauptthema. Und dann hat man jetzt die Triolenbewegung und das Tadam, Tadam, Tadam und alle drei Elemente hat man jetzt zur gleichen Zeit hier. Ja? Man hört immer Dam, 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 Dam und so weiter. Dam, 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 Dam. Und irgendeiner spielt immer die Triolen. Und das geht so weiter, so weiter, so weiter. Wie bist du einer? Ja. Das ist jetzt, wenn Beethoven das nicht haben will, dann macht er die Noten kurz, schreibt er sie kurz, so wie hier zum Beispiel. Ja. Also immer, man muss das genau auseinanderhalten. Und während das spielen zwei die Triole. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und einer spielt die Tadam, Padam, Tadam, 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 Tadam.
Ja, die Introduktion von Triolen in solchen Fällen ist immer, es erhöht die Aufregung immer, wenn Triolen hineinkommen. In Musik, wo vorher keine Triolen waren. Ja. Und jetzt wird das so, aber hier wird das dann umgekehrt. Jetzt kommt Synkopation, also nicht dam dam, sondern dam 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 dam, so. Das wird die Sache noch interessanter. Sorry. Und so, jetzt kommt noch etwas. Das ist wieder eine kleine Veränderung, aber im Grunde genommen dasselbe wie vorher. Und zusammen hat und durch die Synkopation bedingt. Und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, es ist schwer, darüber zu sprechen und das vorzuspielen. Aber ich nehme an, Sie wissen Bescheid. Und dann gibt es noch eine Stelle, da spielen zwei oder drei spielen Triolen und die anderen zwei spielen Synkopationen. Und das gibt es auch. Und das Ganze endet dann, also so. Jetzt kommt ein Mosso e Moderato, das ist alles pianissimo, durchwegs. Das war alles fortissimo und jetzt ist, und da kommt jetzt hinein, was wir am Anfang her. Aber so. Mit einer Begleitung so einer 16. Ne? Und das passt da dazu. Er fängt an nur mit dieser neuen Sache und plötzlich merkt man, das ist ein Kontrapunkt für das Hauptthema. Und so weiter. Und dann. Jetzt wird moduliert. Da, 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 da.
Jetzt spielen die da, die da, ich spiele das weiter in erste Geige, ich will. Da, 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 da. Und so weiter. Das ist alles pianissimo. Während das, ich wiederhole mich, der erste Teil war alles forte, oder fortissimo. Und das ist alles pianissimo. Und dann, das geht. Jetzt kommt crescendo. Das ist fast ein Unisono. Das Cello spielt anstatt da 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 kommt dann da, das immer dazu. Dass ich nicht alle Stimmen spielen kann. So geht das jetzt. Immer das geht immer da, da, di, da, 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 und so weiter. Das wird jetzt eine richtige Schlacht. Da kann man direkt sehen, wie die Säbeln blitzen, wenn das gespielt wird. Und da, da, macht der Ente, macht da, da, und da, 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 da. Und das geht, ich fürchte, ich kann das nicht so spielen. Und dann wird, und dann kommt wieder, die Triolen kommen dann hinein wieder. Da, da, da,
Und während man das spielte, da kommt der Rabra, da 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 da. Und so weiter, und so auf diese Art. Aber das, wie Sie sehen, man kann fast die Säbel blitzen sehen, wie das, was da passiert mit den Trillern. Und alle vier ist ein Machtkampf, nehme ich an. Da, da, die, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und da, 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 da. Und jetzt kommt dann wieder das zurück, das aber im Forte, Fortissimo, mit so, auf jedem Vier steht ein Forte, ein spezielles Forte, oder je nachdem, oder ein Sforzato da. Steht hier, poco a poco sempre più allegro ed accelerando il tempo. Also das führt dann wieder zurück zum, da wo wir vorher waren. Das ist nämlich viel langsamer, dieser Teil, den ich gerade gestehe. Jetzt muss man das, während der Pause, die Pausen muss man schon beschleunigen. Vorher, das eigentlich, das, und dazwischen immer tararadam, 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 und so weiter und das weiter, das, und dann kommen dann, das wird dann sehr kontrapunktisch wieder auf eine ganz andere, auf eine gesanglichere Art. Yeah.
Noten. Jetzt wieder noch wie am Anfang. Nun Fragment und dann. Und dann noch einmal wie am Anfang. Nur synkopiert ist das jetzt. Am Anfang war das nicht so sehr. So, jetzt ist die Sache aus. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Ah. Danke. Mehr kann ich Ihnen nicht zeigen, was Sie jetzt hören sollten, ist eigentlich die Fuge selbst. Und damit kann ich leider nicht dienen. Aber ich hoffe, dass ich Ihnen etwas gezeigt habe, wie die Sache geht und wie das konstruiert ist. Ich bedanke mich sehr. Mhm.